Hallo zusammen und willkommen zur letzten Etappe der grünen Limitbrecher-Quest. Bevor wir da allerdings reinsteigen, möchte ich einfach mal sagen, SG, ihr seid absolute Wichser. Wegen mir wird das Video dann irgendwann rausgenommen, weil ich sowas sage, aber das könnt ihr nicht machen. Ja. Die Höhe 5 Sterne Limitbrecher-Items für 32,99 oder 109,99 zu verkaufen. Seid ihr absolut Geld? Ja, wir wissen, dass ihr absolut geldgeil ist, aber das hat ein nächstes Level. Ja, den Leuten die absolute Verbesserung nur zu geben, wenn sie Geld investieren oder schneller zu geben, das ist absolut übertrieben. Warum macht ihr so einen Scheiß? Warum macht ihr es? Ja. Also ich kann euch nur sagen, ich werde so einen Mist nicht unterstützen. Ich werde keins von diesen Angeboten kaufen. A ist komplett bescheuert Geld für so ein Item rauszuschmeißen. Und B, das nächste Mal bringen sie es wieder auf die nächste Stufe. Next Level. Also irgendwann ist gut. SG, irgendwann ist gut. Wir spielen die Quests, wir hoffen bei Turnieren und Kriegsergebnissen. Das war's aber auch. Okay, gehen wir in die Quest. Haben wir jetzt genug abgekackt? Eigentlich nicht genug, aber wir hören jetzt einfach mal damit auf. So viel Aufmerksamkeit verdient das Thema eigentlich fast nicht. Alle Feinde haben die angeborene Fähigkeit, negativen Statuseffekten zu widerstehen. Ja, kennen wir schon. Und des Weiteren, Grüne kriegen mehr Heilung. So, wir gehen mal rein. Ich spiele mit zwei Grünen, weil ich keinen gescheiten Dritten habe, der sich selbst bufft und keine Debuffs macht. Oder ich habe nicht weit genug drüber nachgedacht, aber die anderen, die machen das Team halt gut. Herrin vom See ist wichtig. Kalilin ist wichtig. Und Frost supportet das, Mickey und auch. Und Kobalt macht halt Bumm. Das ist der Plan. So gehe ich hier rein. Das sind wieder alles, ich sag mal, Eliten, die alle eine Spezialfähigkeit haben. Wenn die auslösen, sind wir erstmal ordentlich verlangsamt. Ich hoffe, es trifft ihn. Ja, natürlich. Okay, dafür haben wir das Gegengift dabei. Wir machen das mal so, dass wir schneller vorankommen. Jetzt wird der rechte gleich auslösen. Warum habe ich den Diamanten nicht gespielt? Weil es mit den paar Grünen nicht wirklich was bringt. Ja, den kannst du verlangsamen, das ist vollkommen okay. So. Den kannst du, ja, wegen mir auch verlangsamen. So. Dann holen wir uns die Herren noch einmal ran. Heilen, was zu heilen ist. Und verschönen das Board. Spielen Steine, die uns nicht helfen, weg. Das ist aber schade, dass die Minions den nicht geschafft haben. Natürlich spielen wir jetzt alles, was wir brauchen, weg. Aus Versehen. So. Mickey kann die natürlich nicht silenzen, weil die keine Debuffs bekommen. Aber wir kriegen trotzdem unseren Attack-Up-Bonus. Und machen das mal so. Und das sollte reichen. Mit den Minions. Ja. Ja, Minion Army funktioniert ja ganz gut. Das Ausweichen von Kalilin funktioniert dann auch ganz gut später. Und Mana-Reduktion über die Minions von der Herrin vom See ist halt Gold wert. Das ist, glaube ich, der beste Held, den ihr hier mitnehmen könnt bei dem Event. Wird das. Müssen wir mal. Wir haben zu oft Frost gespielt. Müssen wir mal wieder ein bisschen Minions von der Herrin uns ranholen. So.
Zack. Jetzt spielen wir noch einmal so, dass wir grün ein bisschen was bekommen. Bereiten die Welle vor, wo wir Gegner sind. So, einmal Frost. Der sollte aber. Genau, sein eigenes Minion wegmachen und neu machen. Immer das Minion, was ganz rechts steht, wird ersetzt. Solltet ihr drei Minions haben oder halt erhöht in dem Moment. Rechts sind auch die, die zuerst angekratzt werden. Also es geht von rechts nach links. Warum auch immer das so ist. Aber ja, wenn man es einmal weiß, weiß man es. So. Damit sollte der als nächstes angreift, weg sein. Jetzt holen wir uns nochmal grün ran. Heilen da nochmal, um die Minions zu bekommen. So, jetzt ein bisschen schöne Bordbewegung wäre geil. So. Das ist gut. Kobalt Max. Und ja, jetzt haben wir die beiden Pappenheimer. Holen uns den Diamanten, wenn nichts hinterherkommt. Haben unser Ausweichen, aber die lösen eh nicht aus. Na, vielleicht löst der Linke aus. Wir haben nur zwei Minions von der Herrin, aber wir haben halt Ausweichen auch noch an. Sind quasi doppelt safe. Ja, der hat ausgelöst. Okay. So, zack, zack. Aber wir sind halt ausgewichen. So, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir vier Minions von der Herren, alle links drauf gegangen, okay? Das ist ja auch, muss ja auch nie sein. So, sogar ein bisschen unlucky hier mit den Minion-Hits. Was denn, kopieren die meine Buffs? Ah, die kopieren meine Buffs, okay, aber Gott sei Dank. Die Minion-Hits sind, denen kann ja nicht ausgewichen werden. Aber dem Copy-Spell kann ausgewichen werden. So. Da machen wir mal nicht die Kali-Land. So, zack, zack. Machen wir wieder Ausweichen auf uns. Das ist ja ernsthaft ein bisschen tricky, wenn die uns einfach kopieren können. Aber Kadilein hilft da zumindest teilweise. Und jetzt haben wir zu viel Bums. So, das war die Limitbrecher-Quest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet auch einen Weg, das Ganze erfolgreich zu gestalten. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.